What's up, Leute? Willkommen zu Spieltag Nummer 3 im UET. Ach ja, letzte Woche, ich glaube, ein 5-0 gegen Putter. Also stabil. Und heute geht es dann gegen Salah und mal schauen, was es wird. Ich fand das Teambuilding sehr eklig. Ja, kann daran liegen, dass man gegen Pixie und Milotic bauen musste. Und noch ein, zwei andere. Also irgendwie hat gefühlt jeder Spiel dieser Season irgendeinen blöden Defensivcore. Oder irgendeinen blöden Offensivcore. Das ist irgendwie komisch gelaufen im Draft anscheinend. Ich lese mir nur einen Zettel bereit. Ich kann schon mal auf A drücken. Das passt. Salah hat noch was geschrieben. Ich schau mal kurz auf ein Gutes. So. Ich bin wieder sehr angespannt, wie immer vor irgendwelchen Matches. Hätte ich nochmal aufs Klo gehen sollen. Muss jetzt. Die können wir weglegen. Jetzt. Ich mache mir noch einen Kalk nebenbei auf. Also den habe ich eigentlich schon offen. Ich muss nur noch das Fenster aufmachen. So. Ja, so Wincon, wie schon im Vorhinein gesagt, ist Type 0. In dem Matchup theoretisch kann aber auch Hikate und Dorado dann zu seiner werden. Wenn der Scarpa nicht dabei hat, fehlt auch Steelix. Eher wenn der Milotic nicht dabei hat, aber das sehe ich eigentlich zu 100% mitkommen. Okay. Milotic ist nicht dabei. Das ist big. Das ist sehr big. Milotic nicht dabei ist sehr big. Ich schreibe mein Team auf, perfekt. Patina Raja. Das wird er wahrscheinlich zum Rocken dabei haben. Ich habe tatsächlich heute nichts zum Rocken dabei, liegt aber hauptsächlich daran, dass ich der Überzeugung bin, dass er eben unhaft wieder dabei haben wird. Und mir die Hazards mehr bringen als mir ein dass ich Hazard entferne im Kader mehr schadet als bringt. Weil mir so eben nur meine Offensivoption genommen wird, die ich noch gern gehabt hätte. Mir. Tangela, so. Mit wem lied ich denn hier mal? Ja, mit Talos reingehen. Ich geh mir Hekate rein. Mit Hekate gewinne ich halt 4 Matchups, ne? Und ich mir auch 3 Sekunden im Lied vorstellen könnte. So. Wir mal so rein. Auf ein Gutes. Das ist der einzige Matchup, den ich nicht haben wollte für die Karte. Kacke. Warum muss der wie Schuhe im Lied sein, Mann? Was tut denn jetzt? Er kann jetzt eigentlich free knocken, das ist halt das Problem an der Sache. Ach nee, Lego gegen Mien. Ciao. DC kann er jetzt schon killen, ne? Ach, so ein Müll, ich geh in Hades raus, ich muss hier rausgehen. Wenn jetzt noch meine Mauernbeere weg ist, ist es auch kacke, aber. Na, kann ich jetzt nichts machen gerade. Wahlschade, okay. Im Moment schon mal kein Laub und kein Wahlband. Das ist jetzt big, ja, er muss raus. Sehe ich mal den Scar und den CC. Okay.
Ich gehe da eben auf den Burn. Hier will eigentlich nichts geburnt werden im gegnerischen Team. Außer natürlich so ein Skelapa. Entei ist Tangela. Nehme ich mit, ich gehe wieder zurück in mein. Ich gehe wieder zurück in meinen Anego. Willst du zurück in hier Karte? Abschlag, okay. Wie der jetzt eigentlich halt, nur dass ich jetzt die Schutzbrille hab. Das ist nämlich eigentlich. Die war eigentlich nur für Schlafbruder. Wenn das nicht hat, ist es irrelevant. Ich hab einen Knock hier an der Stelle. Benjamin, okay, ja perfekt, der hat doch kein Item mehr. Das passt mir hier direkt sehr gut in den Kram. Ist der Life-Hop-Projekt weg, wenn er einen hat. Er hat die Überreste hier an der Stelle. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Rocks kommen sollen. Das heißt, für die, und zwar ist eigentlich tatsächlich zu, das sind so wenig mehr. Ich gehe auf Hades und drücke einmal Poltergeist. Aber ich kann sagen, dass er wieder in sein Dinger reingeht und sein Gehler. Ob ich vielleicht einmal einen Voltula abheben, ist fallen. Meine Double Arachne. Ich habe mich vielleicht direkt meine Webs raus. Aber gut, dass ich hier auf den Energiebuff verzichtet habe. Komm, Tangela. Sehr gut. Einmal Bugbuzzen, einmal Webben oder einmal den Thunder drücken. Was mache ich denn hier? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich ihn nicht von deinem will. Ist ja die Frage, was er. Ich hoffe, einen Donner hier einmal. Ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt denkt, dass ich die Webs legen will oder Käfer gewonnen drückt. Und deswegen jetzt Skelapa geht. Und das Ding, wir können Magnetdonner fressen. Ja, er geht raus, kommt Skelapa. Höre alles. Okay, der wird auch kein Donner fressen, der Mann. Sieht man Magnet hier, Donner kommt. Der wird richtig guten Schaden machen. Ja, ich kann schauen, was das für ein Damage ist. Leider keine Para. Wäre jetzt cool gewesen. Okay, der hat auf jeden Fall HP Investment. Und das macht er nämlich Minimum 70%. Das war knapp bei 60. Will ich hier einfach raus oder will ich hier Volt wechseln? Ich kann einfach in Hekate gehen in der Situation. Ich kann, dass ich U-Turn will, aber ich kann mir vorstellen, dass ich hier eher einen Draco droppen will oder Flambo drückt. Was kommt? Direkt. Oh, nice. Aber auf dem will er auch nicht drin bleiben normalerweise. Ich weiß natürlich, ob ich jetzt auch mal auf den Jumbo gehen soll. Ich weiß, dass ein Elefant mir nicht so viel Schaden macht. Wer drin bleibt jetzt? Weil er sich ohrpickte. Okay, machst du nicht. Patina Raja kommt. Okay. Ist natürlich wieder mal auch ein Safe Switch im Moment. Wenn ich aber zum Beispiel, wenn er jetzt auch bringt, dass ich in Dusknoir gehe und auf den Switch direkt in sein. Auf den Switch direkt in sein. Vielleicht mit seinem PP ein bisschen einmal setupen will. Hätte ich auch mitgenommen gerade. Weil so ein Touch Wave auf dem Pixie ist guter Schaden. Fällt es ihm auch so risky, das gegen Hecate zu machen hier. Alles kommt. Ich muss den Elefant halt down bekommen, ne? Oder zumindest low bekommen. Ist der Schaden wie vorhin? Ja, okay. Ich gehe nochmal auf den Irrlicht hier. Mal ein bisschen abwechseln mit den Predictions und den einfachen Safe Plays.
Vielleicht kriege ich ihn ja auch mal geburnt. Ja, sehr gut. Sehr, sehr nice. Vielleicht will er jetzt auch rocken. Kann gut sein. Auf wie kriegt er eigentlich Metallos rein? Vielleicht mal auf Pixie oder so? Auf so. Okay. Uncool. Ich habe die Drachenroute, ne? Ich habe die Drachenroute. Ich will die Drachenruhe dabei haben, ne? Ja, ich habe die Drachenruhe dabei. Okay, okay, okay. Nein, ich will nicht aufgeben. Nur wegen dem kleinen Lag. Ich gehe einmal dann direkt in Talos. Und ja, und Dragontail raus, ne? Und ich sehe nur, was er da hat. Nochmal Fluch, okay. Ja, ich wahrscheinlich trotzdem guten Schaden, wenn er jetzt so ein normales Full Attack EQ immerhin rumkommt. Aber es ist mir in den Momenten auch egal. Vielleicht kriege ich direkt sein Sklaper rein, was ich dann rauslohnen kann oder so. Dass ich mal Fire blasten will oder so. Fluch nochmal, okay, sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut an der Situation. Ich muss es halt auch hitten, ne? Drachenroute. Mist. Perfekt, Alter. Ah. Na, aber ich sollte einen Move eigentlich leben. Einen Move soll ich eigentlich leben mit Steelix. Da sehe ich sogar relativ gut. Nur jetzt müsste ich natürlich auch hitten. Danke. Das war einfach effektiv nichts. Pixie, sehr gut. Ich gehe einmal rocken, glaube ich. Ich kann einmal rocken hier drauf. Passt. Aber lass ich mir den Rockspot raus, ne? Was will er damit machen? Will er mich einmal seeden? Oder was ist der Plan? Ich nehme auf den Dragontail hier einfach. Sleep Power nehme ich von mir aus auch mit, habe ich den Sleep Curse auf meiner Seite dann. Ist halt ein bisschen blöd dann, aber passiert. Okay, Dragontail. Fight, ja sehr gut. Wobei der ist wahrscheinlich Regenerator, ne? Okay, perfekt. Jetzt einmal attacken lassen. Einmal attacken lassen, den Mann. Weil er will schon attacken. Schlaf. Oh, hätte ich nicht meine Brille wieder gerne, aber. Sad. Sad, sad, sad. Och nee! Ach, okay, ja, wir unterbrechen hier einmal ganz kurz und gehen wahrscheinlich kurz in den Call oder sowas. So ein Witz, Alter. So, wir sind wieder drin im Ganzen. Und ja. So, eben wurde hier Karte eingeschläfert. Jetzt hätte ich die Frage, wie wir jetzt weitermachen, weil ich mir jetzt vorstelle, dass es auf den Knock geht. Um hier halt irgendwie zu schauen, was ich mache. Ich bleib einmal rund drin, probier eine Runde Schlaf mitzunehmen. Er geht aber direkt raus und sein Patina Raja wahrscheinlich wieder. Tatsächlich nicht. Ich werde wahrscheinlich die Folge. Dem macht mir aber nichts. Vielleicht wache ich direkt auf und kann hier direkt den Kill mitnehmen. Würde ich mitnehmen. Auflockern, ja. Aufwachen vielleicht jetzt? Aufwachen? Maybe? Die Karte? Ja, let's go, Power Game weg. Weg mit dem. Sehr, sehr nice. Wir kriegen jetzt den Kill hier auf sein Urhafen hier. Kriegen auch den besten Booster. Und jetzt bringen wir eine schöne PE-Patina-Rate wieder rein. Kommt und wir raus müssen. Okay.
Oder gegen Dusty. Wisst ihr was? Ich hoffe Schamburge. Der wird knocken wollen. Auf das nur. Der wird auch safe knocken auf das nur. Oder U-Turn, kein Plan. Bitte, 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 bitte. Lass den Play aufgehen. Aber ist einfach, wie gesagt, ein Knock jetzt einfach. Okay, er geht auf den Nahkampf. Anigo droppt hier, ist okay. Ist okay, ich kann hier in Hades gehen. Zieh direkt die Double in mein Spinnchen und... Will ich hier aber ein Spinnchen ziehen? Ich zieh Double in Spinnchen. Ich hoffe mal, er geht die Double mit. Oh, er muss die Double eigentlich mitgehen. Dass ich die Webs einmal legen kann, weil dann bin ich wieder schneller mit Mimons als die Schuh. Dann geht sie mit, krieg ich was Cooles, Licht an. Das ist Skelabra. Das ist wiederum uncool gerade. So, ich hoffe, dass er einfach nicht gestraft ist und einfach wie switchen. Es ist halt Dinger down, ne? Ist halt gerade. Ich hätte Nego nicht abwerfen sollen. Ich habe Nego gerade eigentlich zu leichtfertig abgeworfen. Ich hätte einfach in das nur gehen sollen oder so. Kacke. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Hier ist ein Prometheus hier, muss ich. Was der für ein Set ist. Nitro. Was? Bitte was? Okay, ich hab da mal drücken sollen. Ich brauche Damage auf den. Ich gehe jetzt in Kronos. Ich hoffe, dass er nochmal irgendwas in die Richtung drückt. Er geht raus, okay? Dreck. Okay, ja. Ja. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Ich gehe einmal wieder raus in Talos, würde ich sagen. Ich brauche mal die Webs, ne? Ich muss mal die Webs rausbekommen. Sehr gut. Ich kann meine Rocks wieder legen. Einmal Rocks. Abbeben ist okay, der ist halt. Der war vorhin plus 3 in Damage. Nehme ich mit. Geile Stärke. Was kriege ich? Dreck, okay. Können wir gern so machen. Der ist unaware, okay. Der Junge ist unaware, wollte wahrscheinlich irgendwie von Rassadero gehittet werden. Der fragt aber eben Rocks Damage. Eisenschädel. Ist ja mein Sklaver-Lore quasi weg. Auf welchem Mund kriege ich eigentlich keine Webs raus? Eigentlich nur auf Tang, wenn ich immer Tangela reinbekomme.
Hier Metall aus mal noch auf. Ich würde gerne einmal in Prometheus gehen. Weichei, okay. Wenn man ein bisschen vorspielt, dass ich hier einen Pivot hätte, wäre ganz praktisch, so in etwa. Dann gehe ich einmal raus, dann darf ich jetzt in Arachne und drücke einmal die Webs. Weil ich brauche hier meine Webs. Ah, oh, Nego weg ist so dumm gewesen. Das war so dumm, der Play. Der war so dumm. Das war so selten dumm, der Play. Wir haben jetzt so viel verbaut einfach. Ich werf Talos ab. Dieser Nego Play war so unnötig. War so unnötig risky einfach. Dass er eben nicht aufgegangen ist, weil er auch noch dummer. Also für mich jetzt meine. Ja, U-Turn, okay. Passt. Der hat unfassbar gemeldet. Der Play war so dumm. Der war so unfassbar dämlich. Licht an, ja, da willst du wahrscheinlich die Polar drücken. Bin sicher mittlerweile. Nee, kann ich nicht, okay. Wie das aussieht. 33% Beere. Tito Beere, okay. Gehe ich wieder in Prometheus raus. Der ist halt, den kann ich ja effektiv nichts machen gegen den, ne? Das ist halt Problem an der Sache. Oder ich einfach die Fährstärke. Vielleicht geht er auch offensiv. Flammenwurf, okay. Ja, passt. Dann markiert jetzt nämlich. Donner killt ab hier nämlich. Wenn das jetzt abwirft und ich meine Webs rausbekomme, habe ich jetzt nur eine relativ ordentliche Chance. Und deshalb bin ich lieber, wenn ich ihn so aufheben will, jetzt vielleicht irgendwie Pixie reinwirft. Okay, also ist ab. Und ich leg jetzt meine Webs. Egal was ich leg jetzt Webs. Ich lege hier jetzt meine Webs. Ich glaube, das ist sehr gut. Weil ich halt eigentlich auf die Mons alle Free Attacken hier jetzt reinkommen. Oder auf Pixie noch am wenigsten. Aber auf den eigentlich auch. Dreck, okay, ja, passt. Webs liegen. So, Voltura muss ich mir jetzt aber aufheben, um die Schutznot zu revengen. Das ist ja schade, dass es halt nur ist, der will ich gar nicht aufgeben. Ne? Das ist, weil ich gar nicht ausspielen konnte, weil die Schuhe so lange am Leben bleibt und das Ding unaware hat. Sad. Was hat denn das Pixie bisher gezeigt? Bisher nicht arg viel. Jetzt aber hier in Prometheus.
wenn du das Gefühl hast, die Kills am Ende auf meiner Seite wahrscheinlich Dinger machen wird, am Ende wahrscheinlich mein, so, ich würde sagen, ich einfach mal auf eine SD hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt direkt in seine Schuhe gehen will. Der will ja wahrscheinlich erstmal irgendwas anderes machen. Ich weiß, was er Anubay hat, aber... Weichei, okay, ja. Ich will nur probieren, jetzt mit Samantha den Death Drop zu bekommen, weil dann soll ich ihn eigentlich two-shotten können. Na, ist nicht an dem, was er wieder invested ist. Ich weiß nicht, was der Anubay hat, wie gesagt, aber... Das ist natürlich trotzdem sehr gut. Okay, ja, Crit. Death Drop. Das ist natürlich jetzt big, dass wir den Crit und den Drop bekommen gleichzeitig. Toxin, geht klar, wir haben Rest Talk. Und der Death Drop ist big. Der Death Drop ist jetzt sehr big. Weil jetzt jede Runde so viel Schaden machen. Noch einer und ich kann den Tool shoppen. Mann, klar, wir machen jetzt wieder genauso viel Schaden wie gerade eben, wenn ich nochmal den Death Drop. Oh boy. Oh boy. Okay, das ist natürlich unlucky für ihn, aber ich nehme es voll mit. Ich nehme es voll mit. Und das Gute ist, er muss nachher mit Vishu jetzt 100% CC drücken. Danach kann ich halt free wieder in das nur gehen und um was burnen. Und ich hab noch meinen Dual Runner back. Aber jetzt haben wir jetzt noch und danach gehe ich auf den Rest. Er kann hier nichts reinwechseln gerade. Das ist big. Und der ist minus 2 der Pixie jetzt. Geht raus. Von Tangela, aber was kommt? Sehr gut, der wird auch Schaden fressen. Okay, jetzt ein plus 12 Nahenklaue von Titan Will ab. Ist das nicht. Oh! Was für ein bisschen hoch ist denn die Chance, Alter? Hilfe! Perfekt. Jetzt gehen wir auf den Rest. Morgengrauen. Keine Synthese. Interessant. Ich hoffe, ihm fällt demnächst immer auf, dass er sie nur mit Vishu killen kann, weil er Vishu nicht safe reinbekommt. Geht raus. Bitte jetzt Sleep Talk zur Mindklaue. Sleep Talk zur Mindklaue und das Ding ist ein Win. Sleep Talk zur Mindklaue und das Ding ist ein Win. Bitte Prometheus, bitte. Schlafrede. Zahnklaue? Erholung. Fuck. Ah, ja, er muss aber jetzt halt, er muss aber jetzt C10 und wenn ich dadurch droppe, was ich nicht mal weiß. Dann gehe ich halt nach in. Ich droppe nicht mal. Okay, jetzt Zahnklaue, let's go. Type 0, Junge. Ich glaube an dich. Bitte jetzt Zahnklaue. Jetzt Zahnklaue. Ja, das ist halt es kann eine Sache, wenn man das, wenn man sowas spielt. Aber ja, macht man nichts. Vielleicht bin ja sehen. Okay, möglicherweise. Er ist jetzt minus 2 Def.
Der minus 2 Spätzle auch. Minus 2 Def, minus 2 Spätzle. Und ich kann hier relativ frei Volt wechseln auf den eigentlich. Zum Beispiel Klauer hat 50% Death Drop Chance, also jetzt nicht mehr so wenig. Galvantula gegen ein Lien Chao. Scheiß Scarf Set. Mit minus 2 Spätzle. Welche Seite hängt? Sehr gut. Das lag doch. Aber der Schaden von dem V-Switch aktuell sind schon 72%. Ich kann ja auf jeden Fall voll wechseln. Das wäre jetzt risky, Bruder. Okay, wir wurden halt auch gekillt. Ich würde sagen, lassen wir die Bestie los. Lass wir den Macher los hier? Ich würde sagen ja, oder? Wiener Stahlzacken. Das Beste ist noch eine Sache, es war mein bester Move, den ich drücken kann, boost auch meine Piste. Was hoch rauskommt. Ich glaube, es sollte durch sein, oder? Ja, ihr sollt mir auf jeden Fall killen, eigentlich auf der Range. Zumindest, außer dass es irgendwie full Spätzle investiert oder so. In der Startsacken. Killen, sehr gut. Ja, Pixie lebt nur. Katina Raja lebt nur. Und Wafnir. Und Wafnir lebt, killen wir jetzt auch, nachdem wir jetzt eben plus 1 Step sind. Also er kennt uns nicht mehr. Benjamin kommt. Den sollte eigentlich auch ein Dünner. Eine Dünner Faust killen. Nach meinen Infos. Hoffen wir zumindest mal. Dünner Faust. Geht nicht, aber eigentlich sollte ich den nächsten Move dann auch killen. Ist okayer Schaden hier jetzt. Crit, aua. Finde ich natürlich jetzt auch noch cool, dass ich den Crit habe, aber ich kann jetzt einfach nochmal auf die Wiener Stahlzacken gehen. Geh auf plus 2 Def, bin nachgescarft. Ich weiß ja nicht, dass ich gescarft bin. Soll ich dann gleich einfach Draco gegen das Wishu? Ja, komm jetzt natürlich. Naja, plus 2 Def, ne? Wenn man mit 115 Fist Def Base. Ist ja nicht relativ viel Flash Cannon looten können, oder? Reden bei mir noch nach Braubern. Voltula und Hades, ja, die sollten eigentlich zusammen auf. Ne, wo ist so ein Pixie wegbekommen? Ich würde eigentlich auf 1 CC leben hier. Lichtkanone, wir sind schnell mit dem Scarf. Killt fast. CC, den sollten wir leben durch plus 2 Def. Leben wir auch sehr gut. Wir können jetzt noch probieren, irgendwie was rauszuholen, indem er jetzt in den Pixie rausgeht und danach irgendwie wieder zurückgeht, aber ich gehe nachher mit Voltula safe. Mal wieder machen die Webs Arbeit. Die Love to see it. So, Lichtkanone kommt nochmal. Jordan killt Nummer 3 in diesem Game. Hier ist langsam 4 Kills. Macht er gut. So, jetzt kommt noch Pixie rein. Der kriegt natürlich auch wieder Unaware Rocks. Wegen Unaware auch Rocks und Webs. Natürlich relativ high life. Ich wäre lower. Ja.
Rocks, Klebernetz, Lichtkanone. So, Lichtkanone. Und damit gewinnen wir dieses Game mit 13-0 gegen Sada. Hab ich. Oh, okay, doch nicht. Dann mit 2-0. Auch gut. Ah. Schwierig? Einfach schwierig. Ja, okay, dann macht es halt jetzt Voltula oder das nur, wer von den beiden soll den Kill bekommen. Ich würde sagen, Voltula. Voltula hat hier richtig gut gearbeitet im Game. Voltula darf ich den letzten Kill noch einholen. Wenn wir Donner miss, ich sehe es so vor mir. Er misst wirklich. Weich. Ey! Das kannst du jetzt nicht sein. Was der Donner jetzt noch misst. Ja, jetzt Magnet Donner durch. Ja, auf den Voltwechsel gehen soll. Einfach auf den Voltwechsel. Ah! Ach, die Para. Mundgewalt soll ich eigentlich sogar noch leben, oder? Ja, lebe ich sogar noch. Jetzt gehe ich einfach auf den Voltwechsel. Jetzt einfach auf den Voltwechsel gehen. Dann hat er genug gemacht. Ich weiß, dass der Voltwechsel jetzt killt. Ja, ist okay. Ah. Oh. Schwierig. Was ist denn eigentlich für ein PC-Set? Mundgewalt, Fireblast und Weichermann. Ich dachte, es war zu langsam. Ich dachte, er killt mich. Ne? Okay. Durch das Ding. Wenn ich jetzt schon dreimal abmoderieren wollte. Ah, okay, dann eben nur 2-0. GG an Sala. Interessantes Game gewesen auf jeden Fall. Kurzzeitig war es echt problematisch, weil ich nicht wusste, wie ich an Sklapa und wie Schuhe so vorbeikommen, aber hat mir doch noch irgendwie funktioniert. Also ja, ich höre euch dann mal ab. Bis nächste Woche und bis zum nächsten Team, bis zum nächsten Video, whatever. Wir sehen uns. Ciao, ciao.